Aloha und weiter im Text mit Harvest Moon, A Wonderful Life. Moin, moin. Hey, hey, ich bin ziemlich männlich, oder? Ja, stimmt. Wirklich? Du bist der Einzige, der das sagt. Du bist mein Typ. Und das war's für heute. Bis später. Ich bin dein Typ. Oh, hey. Ich verhungere. Habt ihr alle was zu essen? Ja, hab ich. Hä? Ich hatte doch... Ach, aber hier ist sie. Tomate. Viel Spaß. Oh. Ja, ja. Schüttel dich und rüttel dich. Es ist Tomate. Es schmeckt durchschnittlich. Ja, Frühling, Sommer, Herbst ist hier für die Jahreszeit. Oder die Saison. Willst du noch was analysiert haben? Nein. Ja, ich möchte... ich will reden. Du willst also mit mir reden? Freut mich. Hey, ich habe von einem Eltern-Kind-Paar gehört. Ja, ja, das täglich zusammen joggen geht. Ja, du möchtest auch laufen können. Sicher, ich spreche noch ein bisschen mit dir. Aha, du willst also noch mehr Geschichten von mir hören. Übrigens, hey, hey, ich bin ziemlich mehr... Das hast du schon mal gefragt, aber ja. Wirklich? Du bist der Einzige, der das sagt. Du bist mein Typ. So, und für alle, die gesagt haben, tu doch mal was in die andere, hier in das andere Ding. Das würde ich gern tun, kann ich aber nicht. Ich drücke alle möglichen Knöpfe, ne, aber es geht nicht und ich kann nur das eine hier machen. Ne, ich kann bloß Analyse beenden und dann, ne. Es gibt eine extra Sektion, die heißt Kreuzen oder so ähnlich. Hin und wieder machen wir mal. Ja, ich spreche noch ein bisschen mit dir. Aha, du willst also noch mehr Geschichten über mich hören. Übrigens, hey, Miro, denkst du, ich... Die Frage hatten wir schon mal. Machen wir mal das hier. Verstehe, kein Wort mehr. Was? Bist du jetzt beleidigt? Mal was ganz anderes. Magst du mich? Ja. Yep. Danke, ich mag dich auch. Versteh mich nicht falsch. Sprichst du noch ein wenig mit mir? Sicher. Aha, du willst also noch mehr Geschichten von mir hören. Übrigens, brauchst du etwas? Frag ruhig. Ich will reden. Du willst also mit mir reden? Freut mich. Das bleibt zwischen uns, klar. Manchmal kommt der alte Takakura mit bester Laune heim. Ein Grinsen von einem Ort zum anderen. Wo er wohl hingeht, das ihn so fröhlich stimmt. Wenn er mich doch nur einmal mitnehmen würde. Das muss ich ihn glatt mal fragen. Ja, Takakura mit bester Laune nach Hause. Ja, du willst auch mitgenommen werden. Wenn du Tobatama und Bashbet zusammen isst, kann was Gutes passieren. Ja, ja, ich weiß. Aber das kann ich noch gar nicht zusammen essen, weil du mir nichts kreuzt. Gibt's da viele Kreaturen wie mich? Muss ganz schön laut sein. Ah ja, im Wald. Hm. Aha, du willst also noch mehr Geschichten, bla bla. Übrigens, hey, wie ist der Wald? Ja, du hast mich das gerade eben gefragt. Ja, und jetzt Takakura kommt mit bester Laune nach Hause. Ein grinsendes Mama und... So, letzter Versuch. Nee. Ach, reden. Ruby scheint wie ich zu sprechen. Wir kommen wohl vom selben Ort. Ich will sie kennenlernen. Okay. So, jetzt habe ich mir 4,5 Minuten das Ohr abkauen lassen. Ruby, warte. Nein! Jetzt muss ich dir folgen. Ich bezweifle, dass man sie auf... Ich habe Krobis hier herschreien hören. Ich bezweifle, dass man sie auf Tatan ansprechen kann, aber Schaden tut es ja nicht mal nachzufragen. Fühl ich wie zu Hause. Was ich heute wohl kochen werde. Es ist schwer, mich bei all den Rezepten zu entscheiden. Okay.
So. So, was hast du jetzt für ein Problem? Wenn du nur rumbrüllst, muss ich dich verkaufen. Ganz einfach. So eiskalt bin ich. Und da spielt schon wieder eine Ente Moses. Sie steht auf dem Wasser. Ei? Ei, ei, ei. Meins. So, okay. Ach Mann, ich kann nicht mehr sprechen. Hier sind ein paar Erdbeeren bald reif. Hi, Holly. Und ich wage jetzt mal das Wagemutigste überhaupt. Wow. Diese Kuh gibt nur noch 4 Kannen Milch. 4. Waren es 4? Habe ich sie jetzt schon mal gemolken? Nein, ich habe sie... Verdammt, ich habe vergessen, heute vormittags zu melken. Ach, wie schrecklich, wie peinlich, wie dumm. Hm. Das war wirklich dumm. Einnahmen verschwendet. Egal. Ja, ich weiß. Das ist nichts für dich. Das wollte ich dir auch gar nicht zeigen. Das wollte ich da hinlegen. So. Wem habe ich das gerade gezeigt? Anna. Ja. Ausnahmsweise mal richtig gelegen. Hi. Hey, wie geht's dir? Ja, Käse und Butter von guter Milch verkaufen sich auf dem Markt, bla bla. Lula und ihr Baby, ja, schön für Lula. Katze, ich hab sie miauen hören. Was mache ich denn jetzt? Ich könnte ja schon mal mit dem Gießen anfangen für heute. Ja. Und ich muss hier irgendwann mal wieder was nachpflanzen. Und ich sitze krumm, mir tut der Rücken weh. Ah. Ja, ich muss mich irgendwann mal wieder hinsetzen und ein bisschen was lesen. Besonders Mangas. Die stapeln sich hier gerade wieder unglaublich stark bei mir. Und ich habe am Mittwoch, am 8. Juni, Geburtstag und da gehe ich zum Neo Tokyo und werde Geld ausgeben und werde richtig viel Geld ausgeben. Ich werde so viele Mangas kaufen, dass... Boah, da freue ich mich schon richtig drauf. Aber ich muss auch mal ein bisschen was davon lesen. Nicht immer nur horten, horten, horten und dann... Horten hört ein Hu. Ha! nicht immer nur sammeln, aber auch, sondern auch lesen. Und ich muss auch wieder weiterlesen bei den Serien, bei denen neue Bände rausgekommen sind. Soul Eater, Codebreaker und Fairy Tail und so. Da ärgert mich der Emero immer, dass der die schon gelesen hat. Das ist voll gemein. Dann spielt er immer mit der Macht, dass er mich spoilern könnte, wenn er wollte. Aber er will ja nie. Also selbst wenn ich ihn fragen würde, was passiert denn da? Würde er es mir nicht sagen. Hi Leute. Ist die Wand so schön? Finde ich jetzt nicht. Das war jetzt nicht nett, dass du durch Marlin durchgegangen bist. So, Vesta. Ich möchte noch ein bisschen... Ja, ich möchte noch ein bisschen Düngemittel kaufen.
möchtest du haben? 20, 30. Ja. Na, ja. So, vielen Dank. Sehr schön. Ich will ja die ganzen Bäume, die ich da gepflanzt habe, regelmäßig düngen. Damit aus denen auch was wird. Denn andernfalls kommen da nur minderwertige Früchte bei raus und das ist doof. Wobei ich jetzt auch nicht weiß, ob man die Bäume auch weiter düngen kann, wenn sie schon ausgewachsen sind. Oh, was machst du denn da? Mach's nochmal, ich hab's nicht gesehen. Buddelst du? Komm schon. Komm schon, mach's nochmal. Na, dann halt nicht. Ich dachte schon. Jetzt, wo ich mich bewege, macht das. Oder so. Ja, es gibt ein... Hi! Es gibt ein Spiel von Harvest Moon. Ich weiß nicht mehr, welches. Da kann man sich mit den wilden Tieren anfreunden. Und da hat mir die Anna erzählt, dass es da einen Pinguin gibt, mit dem man sich anfreunden kann. Einen Pinguin! Leute, einen Pinguin! Ich weiß, Pinguine sind meine Lieblingstiere. Und da gehe ich immer voll ab, wenn ich auch nur einen sehe. Da kommt jetzt auch dem nächsten Film mit Jim Carrey ins Kino. Mr. Popper's Pinguine oder so heißt er. Und den schaue ich mir an. Da werde ich dauerquietschend und hibbelnd im Kino sitzen. Ja, den gucke ich mir dann mit Anna und Anne zusammen an. Ja. Das wird super cool. So, habe ich noch irgendwas vergessen? Nee. Uhrzeit sagt auch, dass Emiro bald ins Bett muss. Die Tiere brauchen etwas Futter. Da. Was machst du hier, Kumpel? Ah, Papa. Ja, Arm. Genau. Arm? Ach, wie süß. Ja. Ich stehe auf kleine Kinder. Die sind immer so knuffig. Und ich weiß ganz genau, was ihr jetzt gedacht habt. Nein, ich... Oh. Wenn so ein kleines Kind in der Bahn mit mir schäkert, da kriege ich immer voll den Zuckerschock. Ich mag das. Die sind so knuffig. Und ich kann nichts dafür. Das ist halt so die Biologie des Menschen. Eine Frau muss Kinder toll finden. So ein bisschen jedenfalls. Ja, wieder hoch auf den Arm und so. Und nochmal, jump. Und wir schicken Emiro ins Bett. Gute Nacht. Habt ihr euch schon mal überlegt, wie wenig dieses Kind eigentlich schläft? Um 9 Uhr abends geht der ins Bett und wird um 6 Uhr geweckt. Naja, okay. Es sind 6 Stunden. Ach Gott. 9 Stunden. 6, genau. 21, 22, 23, 24, ja, 9. Oh Gott. Kaum gehe ich nicht mehr in die Schule, stirbt bei mir der mathematische Verstand ab. Nee, 9 Stunden sind aber eigentlich voll in Ordnung. Okay, ich habe nichts gesagt. Hm. Wo ist die dritte im Bunde? Huhn?
Och nö, ich habe jetzt keine Lust, nach ihr zu suchen. Ach, hier. Gut, und auf den Strecken hin verabschiede ich mich von euch. Das war's mit Harvest Moon A Wonderful Life für heute. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Overi!